Freitag kam schneller als mir lieb war. Ich war schon vor dem Weckerklingeln aufgewacht, was kein gutes Zeichen war. Mit einem nervösen Magen saß ich an meinem Schreibtisch. Dass mir mein Chef Connor zwischendurch immer wieder ein Lächeln zuwarf, machte die Sache auch nicht gerade besser. Und als mein Handy in meiner Schublade brummte, krampfte sich mein Magen spontan zusammen. Vorsichtig zog ich die Schublade auf, so als würde mich das Handy anspringen, wenn sie offen war. Es war Finn. Die Show begann. Ich atmete tief durch, nahm mein Telefon und drückte die Taste mit dem kleinen grünen Hörer. »Hallo«, sagte ich fröhlich in mein Smartphone. »Hallo«, lachte Finn. »Dir geht es wohl gut, meine Süße?« »Nein«, sagte ich immer noch mit demselben fröhlichen Tonfall. Das brachte ihn nur noch mehr zum Lachen. »Du musst nicht nervös sein, Schatz«, versuchte er mich zu beruhigen. »Süße? Schatz?« »Okay, wenn er mich so nannte, dann waren wohl seine Eltern mit im Raum.« Ich schluckte. »Wann machst du Feierabend?«, wollte er wissen. Ich schaute auf meine Armbanduhr. So gegen 3. Also noch 4 Stunden. »Wir werden ausgehen zum Essen. Ich hole dich um 6 ab, okay?«, setzte er mich ins Bild. »Ja, in Ordnung.« Mir steckte ein Kloß im Hals. »Ich freue mich auf dich«, sagte er leise. Ich schluckte wieder. Unser Theaterstückchen nahm Fahrt auf. »Bist du noch dran, Baby?«, fragte er, als ich nichts dazu sagte. »Ja, bin noch dran«, murmelte ich. »Baby, auch das noch.« »Kannst du gerade nicht reden?« »Mein Chef tingelt hier herum«, meinte ich, obwohl Connor gerade nicht zu sehen war. »Okay, ich soll dich grüßen von meinen Eltern. Sie freuen sich auf dich«, er hielt kurz inne. »Ich habe ihnen gesagt, dass dich das nervös macht, wenn ich dir das ausrichte, aber meine Mutter wollte es und meinte, dass du keinen Grund dazu hast.« Ich seufzte und hatte wieder das Bild der lachenden Frau vor Augen. Dann fiel mir siedendheiß ein, dass ich nicht mal wusste, wie sie hießen. Finn lachte leise. »Niki, würde es dir helfen, wenn ich dir sage, dass ich auch ein wenig aufgeregt bin?« »Nein«, ächzte ich, »ganz im Gegenteil.« Wieder lachte er. »Bis später, mein Schatz.«